Und noch ein Blick in die Zeitung. Mit einer fetten Anzeige informiert uns der Herr Staatssekretär Müller vom Bundesministerium für Ernährung darüber, dass, Achtung, ausgewogene Ernährung gesünder ist und Obst die Konzentrationsfähigkeit unserer Kinder steigert. Donnerwetter. Nicht zum ersten Mal erschien diese Anzeige und immer erscheint sie neben der Anzeige eines großen Drogeriemarktes. Zufall? Natürlich nicht, wie Achim Reinhardt herausgefunden hat bei seinen Recherchen. Recherchen, die zeigen, welch fragwürdige Wege das Ministerium beschreitet, um seine Botschaften unter das Volk zu bringen. Und am Wegesrand unter anderem auch mal ein prominenter Fernsehkoch. Fototermin mit Tim Melzer an einer Wiesbadener Realschule. Der Starkoch bringt den Schülern das Kochen bei. Denn die Schule hat bei einem Wettbewerb des Bundesverbraucherschutzministeriums gewonnen. Der Preis? Melzers Besuch und diese neue Küche. Damit will das Ministerium Lust auf gesundes Essen machen. Gesponsert hat die Küche die Firma Nolte. Eigentlich eine gute Sache. Oder etwa nicht? Ich habe lange darüber nachgedacht, ob die Zusammenarbeit, ob das nicht grenzwertig ist. Weil man liest ja doch immer über diese subtile Werbung in Anführungszeichen. Da ich aber nicht glaube, dass irgendein 16-jähriges Kind jetzt losgeht, sich eine Nolte-Küche kauft, nur weil das hier in der Schule sozusagen angebracht ist, habe ich mich bereit erklärt, auch mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Der Vertreter von Nolte-Küchen sieht das Sponsoring seiner Firma nicht ganz so uneigennützig. Wir begeistern natürlich auch junge Menschen. Das sind natürlich hoffentlich alles Leute, die unsere Küche mit Begeisterung erleben hier im Unterricht und vielleicht später auch eine Nolte-Küche kaufen. Staat und Küchenhersteller machen hier gemeinsame Sache. Ein Deal, der offenbar für beide Vorteile hat. Wir recherchieren im Internet und entdecken, dass die Firma Nolte für ihre Küchen ganz offen mit der Ministerin wirbt. Der Geschäftsführer von Nolte Küchen und Verbraucherschutzministerin Aigner seit an seit. Ganz billig war die Ministerin als Werbegesicht übrigens nicht. Rund 20 Küchen musste Nolte dafür schon springen lassen. Aber darf man das? Für das Sponsoring von Ministerien gelten eigentlich strenge Regeln. Report Mainz legen die vertraulichen internen Verwaltungsvorschriften der Bundesregierung vor. Danach darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Dienststelle sich an kommerzieller Produktwerbung des Sponsors beteiligt. Wir zeigen dem Staatsrechtler Professor Battis die Nolte-Werbung. Er hält das Sponsoring für unzulässig. Damit erweckt man den Eindruck, als sei die Ministerin als Werbeträgerin für dieses Unternehmen tätig. Und wie finden Sie das? Nun, das widerspricht den Aufgaben, dem Amtsverständnis, das von der Verfassung von einem Regierungsorgan verlangt wird. Was die Ministerin kann, kann ihr Staatssekretär schon lange. Uns fällt diese Anzeigenkampagne in der Bild-Zeitung auf. Fast täglich grüßt hier Staatssekretär Gerd Müller von Seite 4. Immer direkt daneben Reklame der Drogeriemarktkette DM. Reiner Zufall? Der Geschäftsführer des DM-Konzerns verrät uns, es handelt sich um eine gemeinsame Anzeige, eine neue clevere Form des Sponsorings von DM. Der Anzeigenplatz ist von uns zur Verfügung gestellt, von DM Drogeriemarkt als Sponsoring für das Ministerium. Und das Ministerium hat es entsprechend genutzt. Über die Höhe des Sponsorings schweigt er lieber vornehm. Doch wir recherchieren und finden heraus, es geht um rund 340.000 Euro. Nicht gerade ein Schnäppchenpreis. Aber das ist dem Drogeriemarktkonzern die werbewirksame Nähe zum Bundesministerium und zum Staatssekretär schon wert. Wir legen unsere Recherchen den Staatsrechtlern Professor Battis und Professor von Arnim vor. Beide kommen zur gleichen Bewertung. Hier wird massiv der Eindruck erweckt, dass das Ministerium mit Adler, mit Siegel und mit dem Staatssekretär hier Arm in Arm auftritt mit einem Unternehmen, das seine Produkte bewirbt. Und es ist hier überhaupt keine Distanz feststellbar. Ich halte diese Anzeigenkampagne, die DM zusammen mit dem Verbraucherministerium macht, für unzulässig, für rechtswidrig, ja sogar ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Sie kann in dieser Form nicht weitergeführt werden. Gerne hätten wir dazu die Ministerin oder einen ihrer Staatssekretäre befragt. Doch es gibt kein Interview. Schriftlich teilt man uns lediglich mit, Ziel dieser Anzeigen sei es, die Leser zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren. Aha.
Genau deswegen gibt der Staatssekretär hier auch so wertvolle Tipps wie öfter mal zu Fuß gehen oder im Sommer, besonders wichtig, viel trinken. Im Interview mit Report Mainz verlangen der Fraktionsvorsitzende der Grünen und die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der SPD jetzt Konsequenzen. Ich fordere, dass hier diese Anzeigenkampagne gestoppt wird, und zwar sofort. Und dass in Zukunft das Ministerium sich mit solchen Anzeigen oder von anderen Anbietern tatsächlich hier an der Neutralität auch messen lässt. Es geht nicht, dass eine Bundesregierung für ein Unternehmen, das im Wettbewerb zu anderen Unternehmen steht, selber sozusagen Partei ergreift. Nolte Küchen und DM. Zwei Beispiele für fragwürdiges Regierungssponsoring. In den vergangenen 8 Jahren haben sich die Sponsoringsummen, die von der Wirtschaft an Ministerien geflossen sind, nahezu verdoppelt. Angesichts der Recherchen von Report Mainz fordern Experten mehr Zurückhaltung. Die Fälle, die wir hier heute besprechen, zeigen ja, es besteht eine erhebliche Missbrauchsgefahr. Und je mehr Sponsoring stattfindet, umso größer ist auch die Gefahr des Missbrauchs. Kurz vor unserer Sendung teilt das Ministerium mit, man wolle die Einwände gründlich prüfen. Eine Veröffentlichung weiterer Anzeigen sei nicht geplant. Gut so.